So Leute, ist mal wieder Zeit für eine neue Folge von Super Mario Maker. Weißt du, das was ich im Mario Maker Spiel werde, ich habe einfach noch hochladen. So als extra, deshalb jetzt so. Mir ist gut, etwas wird's und dir. Wie gesagt, die Folge ist entstanden bei meinem Stream, wo ich erstmal Pause mache, weil die das nicht wissen sollten. Längere Geschichte, wir gehen aufs Spielen und machen erstmal Level aus aller Welt. So sieht's aus. Okay, das wird super. Ich nenne es Hä? Fußspuren? Ich kann gar keine Mario Maker Level mehr bauen, weil mein Video Gamepad kaputt ist. Ich meine, ist doch kaputt. Das Display ist kaputt. Also kriegt ihr die alle so schnell kaputt? Okay, vielleicht habe ich Splatoon gespielt und bin gewaged und habe es einfach auf den Boden geschlagen. Ernsthaft? Dein Ernst? Ja, bei mir ging nur ein Video Gamepad ist nicht kaputt. Gamepad kaputt wegen Funkverbindung. Aber Leute, bei meinem Video Gamepad ist der Ladekabel kaputt. Der Ladekabel, alles klar, Digga. Sag ich extra. Military Sangel. Das probieren wir jetzt mal aus von dem netten Dustin. Von was? Dustin ist Hustin. Dustin. Ich hab jetzt irgendwas anderes verstanden. 69. So. An den Tro. Idika AD, warum letzter Stream? Das ist der letzte Stream, bevor ich halt einfach erstmal eine unbestimmte Pause mache. Hey David? Von YouTube? Ja? Was hältst du von einem Level, wo man nur springen muss? Ich hasse Springen. Das sollte die Frage freundlicherweise jetzt beantworten. Verdammt, da ist ja ein. Gott! Okay. Ach, stimmt, ich kann ja noch ein Stream ein bisschen zugucken. Was ich überlege gerade, soll ich einen UHC-Ranked oder einen Koi-Ranked spielen? Ja, ich glaube, das ist der beides Sinn. Einfach. Mach einfach beides, wie ich immer. Alles klar. Sagst du, der Rhythmus ist hier. Mobben? Wo kommt das denn jetzt hier? Das ist ich lustig. Das ist complicated, aber halt auch so complicated. Und das ist lustig. Das ist der perfekte Mix für alle. Zum Beispiel, wenn man das jetzt hier richtig macht und jedes Mal kommt dieses Scheiße jetzt hier. Verdammt. Du weißt genau, ich werde es machen, wenn du es mir von hinten machst. Alter, was hast du denn? Jetzt ist fuck. Ich muss da hin. Heute war es so warm bei uns. Die letzten Tage minus 25 Grad. Heute warmes Fuck. Ja, bei uns war auch so 10 Grad so. Heute bin ich einfach mal wieder in dünnen T-Shirt und Lederjacke rausgelaufen. Obwohl es eigentlich nur 10 Grad hat. Aber es kommt dann halt voll warm vor. Wenn man davor einfach so bei minus 20 Grad mit Winterpelz und fetter Ummantelung durch die Gegend gelaufen ist, ne? Minus 25 Grad einfach. Ja, probier mal so kalt. Ja. Ich bin draußen eingefroren am Boden, weil ich stehen geblieben bin. Ist das so ein schlechtes? Okay, so krass war es bei uns doch nun auch nicht. Stand halt wirklich, ich stand so 10, 20 Minuten stand ich an der gleichen Stelle, dann ist mein Fuß so ein bisschen am Boden festgefroren geworden. Gut, das heißt, ich werde mich jetzt für die morgige Arbeit vorbereiten. Yo, mach das. Viel Spaß beim Lernen. Kai, sonst bist du so wie Zombie und musst deinen Schulabschluss mehrere tausend Male machen. Alter. Kompetenz. Wer hat die Kompetenz? Du auf jeden Fall. Keiner hat die Kompetenz. Was ist jetzt so ein Mobbing-Level? 11 plus 5 ist... Was ist 5 plus... Leute, Kopf reißt an dir. Was 16. ist 11 plus 5? 17. 16. 16, richtig. Was soll man das hier da mit haben? Nächste Frage, Leute. Das Warum? War ein Holzweg. Okay. 10 plus 3. Ach so, ist kapiert. Was ist 10 plus 3? 13. Ich verstehe die Frage nicht. Ah! Ja, ich muss zusammenreißen, das ist ja geil. Was ist 10 plus 3? In dem Fall. Was ist das? Dann ist das eine 13, das ist ja übelst einfach. Und dann muss man die Röhre sprengen, in der hier 13 steht.
In dem Fall hier. Das ist ja, oh mein Gott. Jetzt haben wir hier 11 plus 5, das ist 16. Leute. Da müssen wir jetzt in die Röhre hüpfen, in der 16 steht. In dem Fall diese hier. Das ist Leute, lustig. Ich kann die Wurzel schweben lassen. Jetzt sind wir hier Raids Mode des Trudels. Und all die 50%, die das da nicht geschafft haben, konnten scheinbar einfach null rechnen. Man dachte, so ein Ist-Wetter Depp, der einfach nicht rechnen kann. War wahrscheinlich Zombie. Kann das. So, ich hab dir, guck mal in den Chat, David. Da ist der ID, oh mein Gott. Das werde ich mir jetzt directly geben. Viel Spaß, David. David, ja, ich wünsche dir schon mal viel Spaß. Instantly. Also, ja, viel Spaß, David. So. Du musst einfach nur den Namen genau vom Level durchlesen. Ach, du Scheiße. Das war, weil das da steht schon, was du machen musst. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Sag, du willst irgendeine Assi, der will nicht töten. Okay, drei Matches gewonnen. So, Leute. Was heißt der Level? Die E578. Geil. 0000000. Ach, das habe ich doch 0, ganz 1, am Anfang 0, gemacht. 1, wo das 0, Spiel neu war. 1, 0, 7. CAD9. CAD9. Und Lachsmiley. Der ein Zungensmiley ist. Eigentlich nicht verstörend ist. So. Was habt denn Level hier findet? 10 Sekunden Wallsump Spinning 1.0. Geh doch mal ein. Ich bin einfach. Ach du Scheiße. Viel Spaß. Das habe ich am allerersten Tag von Mario Maker gebaut. Das haben 27 Leute von 176 geschafft. Komm, du musst einfach nur den Namen gut durchlesen. Also mein erster. Also, du siehst, du hast 10 Sekunden, du musst Walljump machen und spinnen. Der muss ich machen. Ah! Verdammt! Ich bin einfach hochgekommen, aber bin an diesem Gestrüpp oben verreckt. Wie schafft man ja, sowas? Ja, wenn du oben bist, dann musst du spinnen, diesen Drehsprung machen. Yeah. Ich frage mich so oft, wie ich es gerade eigentlich wirklich hochgeschafft habe hier. Einfach die ganze Zeit Walljump machen. Und ja. Eigentlich ist das Level nicht so schwer. Ich weiß selber nicht, wieso ich auf sowas kam. Ja lol, ich hab's halt geschafft, Alter. Siehst du, so schwer war das nicht. Eigentlich ist einfach. Mein erstes Level ist halt so ein richtiges behindertes Kindergarten-Level. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das war mein erstes Level. Mal sehen, was kann ich dir hier noch senden? Macht da jemand ein bisschen nach? Soll ich euch sagen, wie mein erstes Level Mario Maker hieß? Hallo und herzlich willkommen zu einem Video. Sie ist mein erstes Level Mario Maker. Ich hab dir einen Stern gegeben. Freudes! Yay! Freudes! So. Ja, ich sollte mit diesen schrägen Gesänge aufhören, glaube ich. Ja, sollte es. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Meine Ohren bluten. So, was haben wir noch hier? Shindu, was das hier mal an? Ich spiele random einfache Level, die wirken. Das hat auch ein geiles Format. Man spielt so leichte Level, dass es einfach Leichtigkeit ist, die zu leisten. Und Squid Nomi, was schreibst du für einen Track in den Chat gerade hier? Das kann man nicht lesen. Lern mal Deutsch, Kappa. So, dieses Level hier, was ich dir gerade in den Chat gesendet habe, das wird dich für einige Stunden oder sicherlich so, ja, 2 Minuten Grad begleiten. Oh, ich glaube, das nennt man das One-Up-Level, 88, 89. David, kleine Frage, wieso ist das Level so einfach, was du gerade spielst? Weil ich bewusst auf einfache Level gegangen bin. Weil ich mal schauen wollte, wie behindert diese einfachen Level sind, die den Mario Maker haben. Oh mein Gott, der hat mich nicht feierlesig. Aber ich stelle mich da auch, obwohl es so einfach ist, gerade dezent beschissen an. Wieso sprintest du eigentlich die in Super Mario Maker? Das ist halt eine gute Frage. Es gehört so einfach mal in wenige Inkompetenzen. Du musst einfach nur Y gedrückt halten. Ich weiß. So, nein, das bleibt alles so, wie es ist, hab's gut normal. Ja. Du bist jetzt hier Füße an.
Und da wird sich auch nichts dran ändern. Egal, ob du das oder nicht. Ich bereue es jetzt schon wieder. Sag das so, wie ich will. Oder das Kinderzimmer. Das läuft auch so, wie es ist. Danke, Sastin. Du bist der neue Füße, Andreas. Aber so richtig. So. Okay, jetzt hier. Okay, wir hören ja auf. Ja, warte, ist Singen eigentlich immer noch im Chat in diesem Channel verboten? Lalala. Alter, warum fliegt meine Tischdecke von einer magischen Art und Weise runter, obwohl sie richtig auf den Tisch lag? Lass die Tischdecke doch hinten, wo sie will. Genau. Geht die Lampe wird also jetzt genau fällt dann bald, glaube ich, irgendwas runter. Dann flackert mein so, weiter geht's. Aber das ist auch alles normal. Du bist normal, Nils. So, was machen wir als nächstes? Das ist auch normal. David. Dada. David. Ja. Ich habe gerade 7 Matches Koi gespielt. Wie viele habe ich verloren? 7. Alle. Alle. Nein, ich habe alle sogar gewonnen. Ich stehe jetzt. Ich habe bei Koi eine KD von 7. Nein, du lügst. Ich kann ein Foto schicken, wenn ihr wollt. Du lügst. So, Alt, ich will jetzt diesen Stern haben. Ja, ich will den auch, verdammte Axt hier. Alter, einfach. Wie einfach sind die einfachen Level? Das ist so einfach, dass man es als Beleidigung sieht, diese einfach so nennen. Ja, da spielen wir meine Level. Ich hab dir die ID gesendet. Ich glaube, das ist das genaue Gegenteil von einfaches Level. Yes. Mein Level ist ein Gegenteil von genau einfach. Es ist, würde ich sagen, mittel. Ich bin Weltrekord bei dem Level hier, oh mein Gott. Es ist nicht schwer, aber es ist auch nicht leicht. Es ist mittel. Lass mich raten, das hat bisher auch noch kein einziger Mensch gespielt. 11 Leute haben es versucht und 15. Ziel gekommen. Wie schafft man das bei diesem Level? Wenn ich glaube, ich habe eine 7er KD in Koi, kann gerne in Random Shit gucken. Aber es müsste es nochmal ein bisschen einfaches Level machen. Nämlich. Was bedeutet KD eigentlich? KD bedeutet Kill Death. Das sieht interessant aus. Alter, Sastin, was ist denn das jetzt denn wieder hier? Also, how to creating a YouTube-Account. Alles klar, was wird der mit. Alles klar, Digga. Kann mal jemand den Sastin erklären, dass er nicht so laut sein soll? Ist das ein Nazi Move-Level oder wie? Interessant. Man sollte es hier mal geschickt moven. Das gibt einem nämlich so ein paar Vorteilchen. Bang, 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 bang. Also bang, 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 bang. Wieso hab ich nicht den Mod-Rang auf. Deshalb. Discord. Because of bang, 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 bang. Ja, wow. Ich bin voll der gute Mann. Ich hab nur 2. Nein, jetzt hab ich das erste Match verloren. Fuck. Weil du auch ein Abitur hast, Kind. Ey, ich hab echt gute Dumi, das ist nicht gut. Wem willst du das denn verraten? Das ist Photoshop, hör auf zu lügen. Nein. Ja, nein, das ist Photoshop, ne? Ich mal kurz vom Screen recorden und das ist Photoshop. Ich erkenne das ist Photoshop. Photoshop ist Beste. Ich hab auch Photoshop. Ja. Was habt ihr für Photoshops? Ich hab CS 2017. Ich brauch kein Photoshop. Photoshop ist was für Lappen. Das nehme ich mir sofort zurück. Und es bimmelt! Da ist der Bob! Ich bin gleich wieder da, Leute. Dementsprechend, bis gleich! Kann mal jemand Justin die Rechte entfernen? Wieso soll ich Justin die Rechte entfernen, Destructor? Okay. Weil es nervt! Weil mich irgendwer hier verschiebt. Join the gun. Was ist los? Sven? Nein. Ich kann die Nachrichten nicht lesen, ich bin mit einem UAC-Match. Kannst du mal kurz vorlesen? Warte, was hast du hier für ein Screenshot gesendet? Ey, du hast eine 7 KD. Jo, jetzt nicht mehr, nachdem ich das letzte Match gegen Hacker verloren habe. Diese Hacker hier. Fickt euch, ihr Hacker.
Hey, das ist eigentlich auch ein geiles Lied. Muss ich mal anmachen später. Aber ich kenne noch schlimmere. Aber ich kenne noch schlimmere Dinge als Hacker. Japaner? Nein, das auch nicht. Noch schlimmer als Hacker. Raichikawa? Dann. Raichikawa? Oder Ichi Takemoto? Oder die zwei schlimmsten Japaner, die ich kenne. Neun, Alter. Die zwei schlimmsten Japaner, die ich kenne. Raichikawa und Ichi Takemoto. Soll ich sagen, was ich meine? Ja, Pana. Japanische Hacker. David. Frag David, wo ist Join deinem Handy? Er will uns immer beobachten. Er ist allwissend. Aber nicht Dr. Allwissend. Hallo, sag dir was auf dem Der war absolut kacke. Ja, David. Restart mal den. Mann, wo sind diese Pack-Dias? Ich mach gleich X-Ray an! Ja, ist Trivo again mit dem tollen Namen Zwiebel. Ich glaube, er ist das. Also eigentlich bin der Mr. Snow this Track. Was denn? So, dann machen wir mal. Ja. Hallo Kanake! Achso, nicht Zwiebeln, sorry. Zwiebelringe mit den tollen Namen Zwiebeln. Also Leute, das sind wir wieder. Zwiebelringe, jetzt neu von 1 und 1. Der Kollege Bob ist auch am Start. Hallo. Der ist übrigens auch Discord hat und ja, kann. Ja, ich hab die gefunden. Und Junge, hört doch mal auf, ich verlasse uns. Ja, aber sicher. Die, ja. Wir machen. Dieses aber trotzdem, nicht die Japaner werden. Haben doch hier. Und da aber die hier, die Wir haben gerade gelieft. So. Ich nicht. Ach, das ist wieder so ein. Hallo, wer ist gerade gelieft? Also, fehlt jemand? Ab, ja. Guck doch im Discord nach, du Knick. Also, an die Person, das Name ist jetzt ausgefallen. Fahren willkommen. Und salü, Mario Splatina. So. David, spielst du das Level? Ja, mach sofort. Oder wird es das letzte Level, was du machst? Ne, ich mach das jetzt einfach mal. Das ist verdammt schwer. Weil. Ich sag, Alter. Das ist eh mein letztes Level. Danke fürs Gold, Creeper. Jetzt wollen wir die Pepperoni. Der Creeper explodiert mich auch. Tschüss, Creeper. Meine Mutter verlangt, dass ich das Topstar mache. Lol. Ach, wer braucht schon Hausaufgaben? Ja, ist egal. Die hat heute Geburtstag, diese ja, ich hab Geburtstag. Ich bin jetzt dein. Ich bin gerade runtergesprungen. Kennt ihr die Funny Fresh Pepperoni Chips? Pepperoni, nicht Pepperoni. Das Blöde ist, in meinem Mario Maker. In meinem Mario Maker Level, da haben nur Japaner den Weltrekord. Wie kann das sein? Weil die Japaner es halt können. Nee, weil die Hexen haben. Ja, genau, die haben den Raichikawa-Hack. Raichikawa? Die dumme Sau hat Facebook! Bis wann machst du denn eine Pause? Okay, der musste kurz raus. Sag es später. Ich hab mal ein, dazu sag ich jetzt mal ganz also, spontan nicht. Ja, genau. Ja, genau, einfach nichts sagen. Raichikawa, ey. Das ist eine Legende, ey. Ey. Genauso wie Kamehameha. Genau. Leute. Ich habe schon mal ein Video gesehen, wo ein japanischer Hacker ein Super Mario Maker Level den Weltrekord knackt hat. Japanische Hacker sind nichts Besonderes. Der hat einfach. Alle Japaner sind so gesehen Welt. Hacker. Der hat die. Der hat das die, stimmt. Der hat die Welt einfach mal so bearbeitet, dass er einfach gut lang gehen muss. Die Weltrekord. So. Ich muss noch die ID-Card fertig eingeben. B5. 2-0. Krieg ich mein Bild ein? Das ist deine Spielstunde. Ist doch ein richtiger Fortnite-Duffi. Wer? Ich hasse Fortnite. Ich finde Fortnite. Also, ich verabscheue Fortnite nicht, aber ich spiel's.
immer wenn ich Timmy LP ich hasse zwar nicht Fortnite, aber ich hab's nur auf meinem Kopf. Wieso hab ich's auf meinem Kopf? Egal. Leute, da, ich hab ja PUBG. Die Reste weggenommen hier. Und der spielt jeden Tag Fortnite. Immer wenn ich ihn hier spiele, dann... 10% Abschlussrat ist Sven. Jeden Tag Fortnite auf der PS4 und das Lustige ist, der hat gerade mal 9 Wins und über 104 Spielstunden. Ja, der hat eine nice Abschlussrate und dabei ist es ein vollwertiges Level. Ey, ich kenne deinen... Warte. Ui. Das muss ich euch mal zeigen. Fortnite ist einfach übelst verdammt, das heißt. So, David, ich wünsche dir Glück. Ich dir wünschen tun. Ich danke Glück, sagen. Ihr wünschen tun. Hallo Freunde. Das ist ein richtiger Minecraft-Such. So, du ich könntest auch mal sprinten, David, mit Y gedrückt halten. Das macht das selber ein bisschen schneller vorangehen. Verdammt! Also. Ah, da geht's rein. Ah ne, ich brauch noch 3 Eisen. Das war's halt ein bisschen blöd irgendwie gemacht. 3 Eisen, ein paar Level. Das Level ist auch verdammt alt, da gab's es noch nicht. Tun oder nicht? Ja, da musst du auf den Knopf drücken, wenn die Pflanzen runtergefallen sind. Oh fuck. Hab ich mir auch gesagt. Ich lach auf mein Handy. So, jetzt schnell rüber. Natürlich. Willst du mal spielen? Mhm. Willst du spielen? Kannst du mit der Wii-Fan mit dem, wenn es leichter fällt, ne? Mhm. Eben mal kurz Trailrun. Und tot. Beziehungsweise... Warte mal, ich spiele mal das Level auch mit, ein bisschen mit. Batterien. Mal sehen, wer es zuerst so macht. Das müsste die wieder aus der Fernbedienung rausholen. Spielen. Ich weiß, wir sind alle sehr gut Nordkorea vorbereitet. Yo, Nordkorea, wo sonst? Ich kenne nur nebenbei mit das Level. Achtung, der Witz wird jetzt schlecht. Egal, wo ihr Pokémon Go spielt, Chuck Norris macht es mit einem Festnetztelefon. Yo, Nordkorea, wo sonst? So, ich habe hier einen kleinen Cheat, aber den kennen nur die ultimativen Mario-Suchtis. Ja, bin ich hier an der Stelle. Kennt ihr den Minecraft-Suchti? Welche Minecraft-Suchti? In Discord habe ich ein Foto geschickt. Ach, Slash Gamer meinst du? Wow, der spielt seit 10 Stunden. Ich dachte, du musst schon ein Prefix mitnehmen. Und bin dann dort zu machen. Also, das ist schon fast die Hälfte des Tages. Ich glaube mit A. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich muss es holen jetzt. Nee, ich muss es nicht. Klar. David, ich hätte einen kleinen Trick für dich bei der Stelle mit den Bob-Ombs. Ja. Nämlich, du hättest auch einfach noch ein P-Switch mitnehmen können. Ja, und den dann ja, nehmen P-Switch dann mit, dann geht's darüber. Aber Karls mit der Bob und es gibt ihn unlogische Tipps. Du müsstest nicht in Discord resten. Mach ich auch grad. Dann skippe ich die Sache mit den Bob-Ombs. Boah, Leute. Dann nehmt mal einfach ein P-Switch mit. Ich hab keinen Bock mehr. Dann springen wir nochmal drauf. Dann fallen die Bob-Ombs runter. Und weiter geht's. Der Bob sich gerade um den Bob ums kümmert. Ich geh da mal, ne? Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Jo, ciao. Lass den zweiten mitnehmen. Den zweiten mitnehmen. Das ist einfacher. So, X-Ray wieder raus. Jetzt warten wir erstmal eine Runde. Warte, wie macht man das? Mit A. Oder wie nimmt man mit? Y. Schaff ich das noch? Ja, nein. Nein. Naja, eben. Egal, ich muss jetzt so durch. Genau. Ach, war ja ganz schön knapp, der war fast da reingerannt. Komm schon, Labemann. So, mal sehen, wer schneller das Level durchschafft. Oh nee, ich auf jeden Fall nicht. Ich hab den P-Switch so früh aktiviert. Ich hab das Level schaffen. Oh, warte, was? Nein, ich glaub nicht. Schnell! Oh! Knappheit! Ja, Mann! Japaner! Japaner! Ihr werdet mal alle gebrochen! Ja, Mann! Mann. Ah! Ihr werdet mal alle gebrochen! Das hast du halt einfach! So, ich hab's geschafft! Das war knapp, ey! Muss da hier oben noch der Hermann wird euch brutzeln! Ah, ein Wort ab! Das wird ein tolles Grillfest! Sehr tolles Grillfest! Sehr tolles Grillfest! Richtig von Angela Merkel! Angelo Merte! Ah!
Also ich sag ja, mein Level ist nicht sehr schwer, mit auf aber auch nicht sehr einfach. Schatten ist 3 für ihr. Ja. So. Komm. Hier Feuerblume spam. Ich hier fallen ja Dinger, oder? Ah, hier ist Spinning. Yeah. Und hier ist ein Mini-Boss-Kampf. Ein Treffer. Verdammt. Hat getroffen. Ihr japanischen. Japaner! Sven, das ist ein Mario Maker. Sven, was ist das für ein Level hier? Ich hab's geschafft. Was ist? Das nächste Mario Level, Maker Level, was du baust, heißt einfach Japaner. Ja, Paner. So, jetzt muss ich hier ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig hier durch. Verdammt. Oh, ja, Mann. Also, du hast deine Pilze dezent ätzend hingelegt. Ja, da sind doch eigentlich Feuerblumen drin, wenn du groß wärst. Ah! Ja. Und ich hab hier eine Feuer. Freue ich schon mal auf die späteren Stellen, David. Dann habe ich bloß noch 2 Runden und dann fressen wir es ab. Ah, das ist eigentlich schon ziemlich einfach, aber. Schaffst du es nicht? Ja, ich gerade spiele wieder mal Kollege. Ich bin gleich am Boss vom Level. Und ich wurde noch getroffen. Ich habe noch ein Hit übrig. Überlebe ich das noch? Überlebe das noch? Heilige Scheiße. So, dann nehme ich hier mal den P-Switch mit. Hoch damit. So. Also am P-Switch zu tragen und gleichzeitig noch nein. Einmal klettern. Schwer. Und hier durch die Tür. Nein! Ich sollte mich schämen. Es geht gleich los. Was zum? Das habe ich ganz vergessen. So, hier kommt der Kollege von mir ist online. Hammer wurde runtergetrunken, ich wusste es. So, ich kann das Level in- und auch schon nicht. Der Hermann weiß alles. Springt noch hier. Och Mann, was, ich krieg gerade echt nichts geschissen. Okay. Hermann! Oh, what a stop! Fußbrunnen! Jetzt habe ich natürlich auch mal meinen. Lass mich durch! Lass mich durch! Japan. Lass mich durch! Die Stelle hier ist extra nervig gestaltet, weil ich hier keine Feuerblume habe. Man hat hier eigentlich eine Feuerblume. Aber ich habe die jetzt verloren. Fuck. Das kann Beweis. Das war, wie ich mir in dem Fuß gebrochen habe. Das ist echt eine verrückte Community. Level geschafft! Ja. Ich bin der bessere. Nee, Spaß. Oh ja, dass du was anderes gar nicht bauen lässt. Ist ja auch dein Level, du Mongo. Ja gut, ich hätte es wahrscheinlich auch geschafft, wär's nicht mein Level. Das boppen okay, sie alle das immer. Kann sein. So. Jetzt hier nicht kommen relativ gut voran. Ein bisschen zu. So, ich glaube, gleich kriegt ihr eine Feuerblume geschenkt. Pass auf, Feuerblume. Wenn ihr jetzt nicht verreckt. Wir sind kurz nach der Feuerblume verreckt. Kann man noch eine geschenkt bekommen? Du brauchst einen Peace-Witz. Ah, was ist das? Dieses P. Ich kenne keine Peace-Witz, ich kenne nur E-Switch. Du musst dir nochmal eine Feuerblume holen. Dezent schlecht. Feuerblume. Hol dir nochmal eine Feuerblume. Die ist links, bei der Röhre. Und dann? Hol dir einfach eine neue. Ja, haben wir. Achso, warte mal. Ihr müsst dann über die Blöcke spinnen. Also hier ist Drehattacke machen. Mit ZR, ZL. ZR, ZL. Wir haben die Wii-Fernbedienung. Was macht man da? Mario braucht erstmal. Ich glaube, schütteln, keine Ahnung. Schütteln. Springen und Wii-Fernbedienung schütteln. Ich weiß nicht, was es war. Aber musste irgendwie so spinnen können. Ja. Gleich. Da kommt jetzt ein kleines Bowser-Kiddy. Was du ein paar Mal abklatzen musst, dann ist es weg. Ah, hier kann ich spinnen. So, hier gibt's ganz viele Feuerblumen geschenkt. Also, hier könnt ihr euch ein paar Mal treffen lassen. Ihr müsst einfach auf seinen Kopf springen. Auf seinen Kopf springen musst du.
Der Loot ist sehr lecker. Hol dir erstmal die Blume. Sehr gut, und jetzt. Ja. Aus der Kopf springen und eigentlich das nur dreimal machen. Ja, dreimal auf den Kopf springen, dann ist das Ding weg. Was steckt hier fest? Eins. Nein. So, Schärfe 4 ein Minigame, let's go, Alter. Zwei und er ist weg. Und wir die. Und da ist die Mitwerfwerk erst. Oh mein Gott. Ja. Das ist eine Zumutung, vermutlich. Ja, ja. So, hier. Ja. Ihr könnt euch jederzeit eine neue Feuerblume holen. Wir können jederzeit eine neue Feuerblume holen. Also ihr müsst einfach nur zurückfliegen. Einfach zurückfliegen, wenn ihr eine neue braucht. Und jetzt ganz vorsichtig. Das hier war eine der schwersten Stellen im Level. Das weiß ich noch. Das war sogar mein zweites Level, was ich je gebaut habe. Du kannst die Feuerblume auch mit den Buggy Car, was auch immer das ist, berühren. Irgendwie kriegst du das trotzdem als Power-Up. Ich habe es an Cam. Der hat jetzt das Volk schreibt. Was ist im Stream-Set, damit ich auch lesen kann, Cam? Damit hat man nicht gerastet, ne? Ja. Damit hast du nicht gerastet. Einfach nicht. Du kannst auch die Feuerblume mit dem Buggy berühren. Du kannst die Feuerblume auch mit dem Buggy berühren, ohne auszusteigen. Du musst mit ganz viel Geschick dadurch. Ich hab's auch irgendwie nur ganz knapp geschafft. Ich hätte ohne Feuerblume, du hast da oben gibt's eine neue. Du musst ein bisschen oben sacken. Ich glaub nicht, dass du da auf Dauer hängst. Da gibt's eine neue. In der Röhre gibt's eine neue. Nein! Renn, Mario! Ja, ganz oben. Aber wenn. Da, ne, da, da. Wo ist er? Ah, das war klar. Oh, stell, stell. Ne, muss da unten, glaube ich. Durch die Tür. Ach, scheiß drauf. Und dann unten durch die Tür. Da gibt's einfach nur neue Feuerblume oder halt einen Pilz. Und ein grüner. So. Das habe ich nicht mal gedrückt. Oh. Oh, war das knapp. Ich habe gerade diese Schärfe von Zip eingeatmet. Nein. Machst du halt mit weg weiter. Mit Dude Clean finde ich geil. Im Fragezeichenblock ist da oben eine Blume, glaube ich. Jo, danke. Ha. Jetzt ist er tot. Aber du hast doch noch die Flagge berührt. Mich wegchangen lässt, du voll das Ballon haben. Jetzt müsstest du den Miniboss doch mal machen. Von darauf hat ja keine Lust wahrscheinlich. Ja, das Level ist halt ziemlich hart für die Anfangsverhältnisse. Ich hab's in 2 Minuten 25 geschafft. Uiuiui, war das doch. Ey, warte, was? So, den Punkt hat er geschafft. Warte, was? Was? Er ist aber zurückgeflogen mit der Kutsche. So, dann holte der hier da bei der Röhre eine neue Blume. Ich schau's drauf.
Okay, jetzt. Okay, wenigstens hat er keine Gaps bekommen. Karma, du Arschloch, Karma. Also links ist ein P-Switch. Und eine kostenlose Feuerblume. Aber Vorsicht, da könnten Leute runterspringen. So, oh, dann kriegst du ein neues Buggy. Ernsthaft. Tag. Ja. Da ist einer weg, Homie Günther in der Runde. Hallo, grüß Günther von mir. Yo. Shoutout an Günther. Yo, Shoutout an Günther, Alter. Wer kennt ihn nicht und jetzt erstmal eine Runde TTT. Alter, wie geil. Ich hab das Level. Neuer Weltrekord, aber es ist mein eigenes Level. So, bin wir da, cool. Leute. Hast du den Weltrekord in Japaner abgejagt, oder was? Ja. Also, eine halbe Stunde Stream haben wir noch vor uns. Das war ein perfekter Run. Halbe Perfect Stunde. Runs sind eh immer die besten Runs. Heute schwer. Es war ein Speedrun. Ich hab das Level in 8 Sekunden geschafft. Das ist nicht einfach. Ich hab hiermit einen Japaner abgezogen, der es in 9 Sekunden geschafft hat. In 9 Sekunden? Alles klar, Digga. Überhaupt nicht tryhardig oder so. Das Ding ist oben, oder wie? Ja. Ey, das ist das Level, was Sven, was der Dings gerade. Was macht geht, ja? Man, wenn dieses Fliegerding oben geblieben ist und man selbst wieder unten ist beim Doom? Da hat man verkackt. Okay. Ja komm, da pressen wir das jetzt ab, das würde ich sagen, oder? Okay, wir müssen nochmal hier, Leute, das dann müsste hier länger fahren. Was wird als nächstes gespielt? Wenn man weiß, wie man einen Bowser tötet, geht das eigentlich mit dem Mini-Bowser S. Alter, 700 Seiten auf Detective Conan. Nur eine falsche Bewegung und du bist schon wieder. Echt so? Das Level ist halt ziemlich schwer. Und Leute, von 3DS holst du also auch Detektiv Pikachu. Ey, ich hab das Spiel schon seit 2016. Hä? Hast du ein Japanisch in 3DS? Ja! Oh, Scheiß. LOL. Kannst du Japanisch? Vitamine. Alter, Zombie. Kannst du Japanisch? Nein! LOL. Ich komme aus dem japanischen Bereich, wieso? Ich find's einfach lustig. Ich meine, ich gibt da eigentlich einen japanisch Game Let's Player, Deutscher, nur der Musician, der halt so japanisches Zeug Let's Playt, ne? Sonst eigentlich keiner. Oh, Alter. Cool. Sven muss mal was japanisches Let's Playen. Was ist? Du musst mal was japanisches Let's Playen. Ja, mach ich doch schon oft genug, ey. Let's Play mal Animal Force, das originale japanische für den. Für N64? Richtig. Disk Drive. Ich obwohl, weiß nicht, nee. Den japanischen Titel irgendwie so. Das weiß der nicht. Ich weiß den nicht. Dieser Typ ist der Booster. Guck mal, ach, ich könnte. So, erstmal kurz eine Runde mehr. EG. David, it's your turn. It's my turn. Eine Runde probieren wir jetzt noch. Dann muss man zum letzten Spiel übergehen. Hilft alles nix. Was spielt ihr gerade? Ich hab mal Mario. So jetzt aus. Nein, wir spielen an für Mario. Also, das war's mit Mario Maker, liebe Leute. Also Mario.